Die Schlagernews des Tages im Gala-Ticker: Jürgen Drews hat bei Let's Dance abgesagt, Schlager 2022. Alle Infos und News zu ihren Schlagerstars im Gala-Ticker: 1. März 2022. Jürgen Drews, Absage für Let's Dance. Seit dem 18. Februar 2022 fegen bei Let's Dance wieder zahlreiche Promis über das Parkett, darunter auch Sängerin Michelle. 50. für Schlagerstar Jürgen Drews, 76. sei dieses TV-Format allerdings nichts, wie er nun verrät. In der aktuellen Folge von Des Königs neuer Podcast beantwortet er Fragen von Fans. Einem Fan sei aufgefallen, dass Drews stets eine perfekte Körperspannung habe und will daher wissen, ob der sogenannte König von Mallorca eine tänzerische Ausbildung genossen habe. Nein, ich hatte keine Tanzausbildung. Also ich habe überhaupt keine Ahnung von Tanzen. Ich bin stocksteif, entgegnet der Sänger lachend. Also muss Let's Dance auf dich warten, hakt sein Co-Moderator Felix Möse, 42, nach. Die Antwort von Jürgen Drews könnte nicht deutlicher ausfallen, hör auf. Let's Dance hat mich auch schon angefragt, habe ich abgesagt. Eine Salsa oder einen Quickstep werden wir von dem Ein Bett im Kornfeld Interpreten in Zukunft also vermutlich nicht sehen. Schlagernews der vergangenen Woche, sie waren letzte Woche nicht online? Mehr Schlagernews lesen Sie hier.